Sehr geehrte Damen und Herren, liebes Publikum im Netz, willkommen zur 10. und letzten Mittagsmusik bei Klassik um 1 2021. Dieses 12. Jahr unseres Lunchkonzertfestivals werden wir sicher nicht so schnell vergessen. Das Jahr der Masken, der Online-Konzerte und der Gummizellenmusik, der Einsamkeiten, des Zähneknirschens und des Trübsalblasens, der Verzweiflung und der Hoffnung. Zu all denen, die unsere Konzerte sonst in der Mendelssohn-Remise besuchen, sind nun jene hinzugekommen, die in aller Welt Klassik um 1 neu entdeckt haben. Willkommen in der Online-Remise. Wir brauchen die Musik, um den Mut nicht zu verlieren und um bei unseren Gefühlen anzukommen. Und wir brauchen sie, um uns bei aller Verschiedenheit der Sprachen und Meinungen miteinander zu verständigen. Beides haben wir vielleicht in diesem verrückten Jahr noch intensiver erlebt als vorher. Beides passt zu den Erfahrungen und Botschaften, die wir in der Geschichte der Mendelssohn-Familie erkennen und an diesem Ort weitergeben möchten. Die Harfe, das Instrument unseres Abschlusskonzertes, ist das Symbol unserer Freunde und Nachbarn der irischen Botschaft hier im ehemaligen Stammhaus der Mendelssohn Bank. Sie ist außerdem seit der Antike das Symbol der Lied- und Dichtkunst und überhaupt der Harmonie. Das Ideal Harmonie bedeutet nicht das Weichspülen aller Differenzen, sondern dass viele unterschiedliche Stimmen miteinander möglich sind, ohne unterzugehen. Dass sie schließlich ein wunderbares, neues Ganzes entstehen lassen. Für den Stammvater der Mendelssohn-Familie, den Aufklärer Moses Mendelssohn, war es erst die Harmonie, die es möglich macht, dass aus der Vielzahl unterschiedlichster Menschen, Stimmen, Religionen und Meinungen kein Chaos entsteht. Die Harfenistin dieses Konzertes, Johanna Görrissen, hat Klavierwerke französischer Komponisten für ihr Instrument bearbeitet. Und als Verbeugung vor dem jungen Komponisten Felix, der in diesem Haus ein- und ausging und hier sicher auch in der Wohnung seines Onkels selbst Musik gemacht hat, ein Präludium Mendelssohn-Bartholdys. Weitere Infos zum Tagesprogramm, zum Festival und zu unserem besonderen Ort, der Mendelssohn-Remise, finden Sie im Infofeld dieses Streaming-Videos. Ihnen allen wünschen wir auch im Namen der Festivalleiterin Birgitta Wollenweber und der Studenten der Hochschule für Musik Hans Eisler Berlin ein vielfältiges, harmonisches, ermutigendes Konzert und einen hoffnungsvollen Frühlingsanfang. Auf Wiedersehen in der Mendelssohn-Remise bei Klassik um 1 2022. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Musik.